Ja, Werner Nölken, Pressesprecher der Feuerwehr Hamburg. Im äußersten Norden Hamburgs sind wir hier und hier brennt eine Gaststätte an einer Reithalle, Gesamtkomplex etwa 40 mal 100 Meter Größe. Und bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte der ersten brannte die angrenzende Gaststätte in ganzer Ausdehnung. Es ist den Einsatzkräften gelungen, das Feuer auf diesen Gaststättenbereich zu begrenzen. Dazu wurden drei C-Rohre und dann im weiteren Verlauf eine Drehleiter mit Wenderohr eingesetzt. Von Personal des Reitstalls, nenne ich es mal, sind 16 bis 18 Pferde aus dieser Reithalle herausgeführt worden, sodass auch die Pferde das Ganze unbeschadet überstanden haben. Und Menschen wurden auch nicht verletzt, sodass es ein reiner Brandschaden bleibt. Und das Wesentliche auch, wir konnten das Ausbreiten des Feuers auf die Reithalle verhindern. Ja, das ist mir gesagt worden, dass es das Personal hier des Reitstalls und Anwohner waren, die dabei unterstützt haben. Und die Rede ist von 16 bis 18 Pferden. Ja, es ist ganz schwierig, da zu schulen. Deswegen wird angesprochen, dass das Tier ein Fluchttier ist und sich entsprechend verhält. Es ist ihm also von Geburt an, bekommt das Pferd mit, dass es vor Feuer flüchtet, und das entsprechend beruhigen muss man auf die Tiere einwirken. Aber zum Glück sind ja hier auch eben viele freiwillige Feuerwehren eingesetzt, die solche Dinge dann auch schon aus ihrer Nachbarschaft erkennen, weil eben viele direkt auch hier umgehend in der Umgebung wohnen und sich von daher recht gut auch mit Tieren auskennen. Ja, es ist klar, dass wir hier oben die sogenannte AGBF-Schutzzielabdeckung in diesem Bereich nicht einhalten können mit den ersten Kräften, und deswegen sind die Freiwilligen Feuerwehr eminent wichtig, weil sie hier eben diese Zeiten dann verkürzen, bis entsprechende Kräfte vor Ort sind. Und wir sprechen ja immer von 10 Einsatzkräften nach 8 Minuten und weiteren 6 Kräften dann bis zur 13. Minute. Das überbrücken hier die Freiwilligen Feuerwehren. Dann ist auch die Berufsfeuerwehr mit vor Ort mit der Drehleiter, die dann aufgebaut werden kann, um die Brandbekämpfung auch von oben vorzunehmen. Und das hat hier hervorragend funktioniert, gerade mit den Freiwilligen Feuerwehren.